eine Wahlkampagne zu führen, mit der wir die Regierung von Angela Merkel ablösen wollen, um anschließend wieder in eine Regierung von Angela Merkel einzutreten. Diesen Glaubwürdigkeitsverlust, den will ich mir nicht zumuten. Schauen wir doch in die einzelnen Themenbereiche rein, das Geld. Ja, aber Kompromisse, Willy Brandt sagte mal, Kompromiss ist das Wesen der Demokratie. Warum halten Sie sich nicht völlig, an Brandt? Völlig einverstanden, die SPD hat keine absolute Mehrheit erreicht. Natürlich müssen wir Kompromisse eingehen. So, Union und SPD liegen grundsätzlich in vielen Fragen sehr weit auseinander. Wir haben jetzt in den letzten 12 Jahren 8 zusammen regiert. Dort, wo sinnvolle Kompromisse möglich waren, sind wir diese eingegangen. Die Einigungsmasse ist sehr weit aufgebraucht und das sieht man jetzt an diesen Ergebnissen. Es ist ein Sammelsurium von Kommissionen und Prüfaufträgen, die eingesetzt werden, und zwar nicht zu Kleinigkeiten, sondern zu wesentlichen Zukunftsfragen. Aber ist es das Beste, was die Parteiführung, die Führung Ihrer Partei, hat heraushandeln können? Wenn Sie sich durchsetzen, müsste die gesamte Parteispitze abtreten, alles andere wäre naiv. Das ist eine Unterstellung, die ich anders bewerte. Ich finde nicht, dass die Parteispitze zurücktreten muss. Die haben wir nämlich vor 2 Monaten gewählt, in dem Wissen, dass wir einen Konflikt in der SPD um die Frage der Großen Koalition haben. Auch ich habe Martin Schulz zum Parteivorsitzenden mitgewählt. Ob wir das schaffen, was uns die Kanzlerin seit 2015 politisch eingebrockt hat, ist noch unklar. Jedenfalls wird es noch mindestens 10 Jahre dauern und sehr, sehr teuer. Aber Frau Murksel selbst hat schon jetzt zu Schein des geschafft, was sie wie kaum ein anderer beherrscht, sich selbst an der Macht zu halten. Nach dem Nachtmarathon von Berlin muss man sich mit dem vollkommen absurden Gedanken anfreunden, dass sie tatsächlich eine neue schwarz-rote Koalition zustande bringt. Genau das Bündnis also, das von den Bürgern krachend abgewählt wurde. Eine Meisterleistung. Merkel zimmert eine windschiefe Regierungshütte aus 3 Verliererparteien. Aus ihrer inhaltlich und personell ausgebrannten CDU, in der viele ihre Chefin nach der Massenflucht der Wähler am liebsten sofort losgeworden wäre. Mit der CSU, die sie noch nie wirklich leiden konnte. Ja, der Satz ist doppeldeutig. Und das ist eigentlich das Unglaublichste. Mit der SPD, deren Chef Martin Schulz ausgeschlossen hatte, in eine solche Koalition einzutreten. Sein Nein bedeutet nun also Ja. Die Sondierungen der vergangenen Tage haben den Parteichefs offenbar signalisiert, das kann was werden. Aber was eigentlich? Eine schwache Kanzlerin im Endstadium ihrer Amtszeit, der Chef einer angeschlagenen Regionalpartei und ein Wortbrüchiger. In welche Zukunft führt uns dieses traurige Trio? Hat es eine strahlende gemeinsame Idee, einen großen Plan gar? Bisher ist davon nichts zu erkennen. Man wolle sich, Zitat, mutige Ziele für die nächsten 4 Jahre setzen, heißt es. Aha, das einzige Mammutprojekt, das wirklich zu gelingen scheint, ist es, Merkel immer und immer wieder im Amt zu halten. Es wird also zu Recht unbequem. Union und SPD werden im Parlament von rechts, Gauland und Weidel, von links, Kipping, Wagenknecht und irgendein Grüner, und aus der Mitte Lindner und Kubicki massiv unter Druck geraten. Politisches Dauerfeuer von 3 Seiten, das gab es im Bundestag noch nie. Sehr wahrscheinlich sind beide Volksparteien danach keine mehr. CDU unter 30%, SPD hinter der AfD. Groß wird diese Koalition also voraussichtlich nicht. Eher immer kleiner. Und damit zu schwach, unser Land wirklich nach vorne zu bringen. Neuwahlen, die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren sehr klug, als sie ein Grundgesetz aufgeschrieben haben, in dem hohe Hürden eingezogen sind. Ich finde weiterhin, eine Minderheitsregierung sollte nicht ausgeschlossen werden. Aber der Erneuerungsprozess der SPD, der muss vor allem programmatisch und zwar sehr schnell angegangen werden, damit wir nicht bei einer nächsten Bundestagswahl wieder vor der Situation stehen, dass nur eine große Koalition übrig bleibt. Herzlichen Dank.